Heute bin ich gemein, vor allem hier zu dem kleinen günstigen Nokia 1.3, denn ich werde es mit dem deutlich teureren und größeren OnePlus 8 Pro vergleichen. Nach meinen Einzeltests von beiden Smartphones bin ich mir ziemlich sicher, beziehungsweise weiß ich, dass das OnePlus 8 Pro deutlich besser ist. Trotzdem bin ich neugierig und gespannt, wie groß der Unterschied wirklich ist. Und was sind so die Bereiche, die man sich so im Alltagsgebrauch anschauen kann bei so einem Smartphone, wo die Unterschiede sind, wie groß sie sind. Das sind einerseits das Display, die Kameras und aber auch die Leistung. Dafür werden wir uns ein paar Apps anschauen, wie lange die brauchen, um zu starten. Preislich ist der Faktor 9 oder 10 ungefähr, aber ist das kleine Smartphone wirklich nur ein Zehntel so gut? Was natürlich schon direkt auffällt als Unterschied, sind die verwendeten Materialien. Nokia setzt hier auf Kunststoff, das ist günstig, da kann man die Rückseite abnehmen. OnePlus ist eleganter, das ist schicker, das ist eine Glasrückseite, das hat farblich mehr zu bieten, das hat mehr Effekte, wenn es darum geht, die Anschlüsse oder die Verbindungstechniken, da bekommt man natürlich hier mehr für sein Geld. Angefangen beim Akku, den man hier zwar austauschen kann, der beim OnePlus aber größer ist, der hier eine Schnellladetechnologie hat und sich auch drahtlos laden lässt, was hier alles nicht möglich ist. Genauso fehlt hier NFC, also mobiles Bezahlen ist mit dem Nokia nicht möglich. Bei den Anschlüssen haben wir hier USB-C und hier Micro-USB. Dafür hat das Nokia dann doch auch noch einen Klinkenanschluss für den Kopfhörer. Beim OnePlus musst du den USB-C-Anschluss dafür benutzen. Oder Bluetooth, da hat das OnePlus wiederum den Vorteil, dass es Bluetooth 5.1 unterstützt und das Nokia nur Bluetooth 4.2. Das hat am Ende vor allem Auswirkungen darauf, wie groß die Reichweite von Bluetooth-Geräten ist, also wie weit du mit deinen Kopfhörern oder mit den Lautsprechern vom Smartphone weggehen kannst. Wenn wir uns jetzt einmal die Displays anschauen, dann fällt natürlich auf, dass das OnePlus das deutlich größere Display hat. Es ist ein AMOLED-Display, es hat die deutlich höhere Auflösung. Und trotzdem muss ich sagen, dass das Nokia es schafft, durchaus mitzuhalten, beziehungsweise nicht komplett abgehängt zu werden. Das liegt unter anderem daran, dass das Display kleiner ist und deswegen auch mit seiner kleineren Auflösung es schafft, eine hohe Pixeldichte zu erreichen. Die liegt bei 295 dpi. Ab 300 dpi, sagt man, erkennt das menschliche Auge nicht mehr Schärfe. Also sozusagen mehr als 300 dpi bringen keine zusätzliche Schärfe, die man mit dem Auge erkennen kann. Kommen wir nun zur Leistung. Da könnten die Unterschiede nicht größer sein. Mit dem Snapdragon 855 ist hier der beste aktuelle Chipset von Qualcomm verbaut und mit der 215 Mobile-Plattform der aktuell sparsamste Chipsatz, den Qualcomm angeboten hat, hier in diesem Gerät. Auch der Arbeitsspeicher ist doch deutlich unterschiedlich. Es ist 1 GB im Nokia und in dieser Variante des OnePlus 8 Pro sind 12 GB drin. Das reicht dann, wenn man sich das zum Beispiel in Benchmarks anschaut. Ich habe jetzt den Work 2.0 Performance von PC-Markt genommen, weil Geekbench auf dem Nokia nicht lief. Da ist der Unterschied deutlich. Es sind knapp 11.000 Punkte zu knapp 3.500 Punkten. Aber das ist nur knapp ein bisschen mehr als der Faktor 3, den in diesem Benchmark das OnePlus besser ist als das Nokia. Aber das sind nur Zahlen im Benchmark. Was bedeutet das alles im Alltag? Da hast du hier beim Nokia durchaus längere Wartezeiten, wenn du eine App startest. Also Google Maps beispielsweise ist hier nach ungefähr 1,5 Sekunden da und nutzbar. Hier musst du 7,5 Sekunden warten. Wenn du Galaxus.de über den Google Assistant öffnen willst, hast du auch da doppelt so lange Wartezeit fast hier auf dem Nokia. Und auch beim Play Store, um zum Beispiel eine neue App zu installieren, das dauert hier beim Nokia ungefähr 4-mal so lange. Es fällt natürlich sofort auf, das Nokia hat nur eine Kamera, das OnePlus hat 4 Kameras. Es gibt auch andere Smartphones mit nur einer Kamera, die gute Bilder liefern und auch, ich sag mal, eine vergleichsweise kleine Auflösung haben. Also hier sind es 8 Megapixel, hier sind es 48 Megapixel. Aber es kommt nicht nur auf die Auflösung an, sondern auch auf den verbauten Sensor und die verwendete Software, die die Bilder berechnet und bearbeitet. Und damit es nicht zu unfair wird, habe ich die ganzen fotografische Möglichkeiten, die du beim OnePlus hast, mit der Weitwinkelkamera, der Telelinse und der Makrolinse außen vor gelassen, habe mir nur die beiden Hauptkameras angeschaut und damit Bilder aufgenommen. Und es fällt auf, dass das mit dem Nokia keinen Spaß macht. Es macht Fotos, aber die Detailgenauigkeit reicht nicht an das OnePlus heran. Auch die Farbwiedergabe ist hier deutlich besser und wirkt natürlicher. Wenn du HDR aktivierst, wird es hier noch schlechter. Du hast noch weniger Details und es bringt keinen Mehrwert, wenn es darum geht, Kontraste oder das Kontrastverhältnis auszugleichen. Wenn du in der Nacht Aufnahmen machen willst, fehlt hier der Nachtmodus, den es hier gibt. Aber selbst ohne den Nachtmodus liefert das OnePlus bessere Bilder. Nokia braucht immer noch ordentliche Lichtquellen, dann kann man was erkennen.
Aber sobald es wirklich wenig Licht wird, wird das ja auch zappenduster und natürlich noch mit einer viel schlechteren Bildqualität als am Tag. Was aber geht ist, du kannst hier mit der Software, mit der Einkamera Porträtaufnahmen machen mit dem Nokia. Aber ja, nee, nein. Da setzt die Software, die erkennt, wo das Gesicht ist und setzt da ungefähr einen Kreis drumherum. Aber der hat einen Rand, wo der Hintergrund dann doch noch scharf ist. Dafür sind die Schultern und Arme wieder unscharf. Also da ist das, was hier die Software liefert, deutlich besser. Weniger groß als erwartet ist der Unterschied bei den Frontkameras. Da haben wir hier 5 Megapixel und hier beim OnePlus 16 Megapixel. Und auch das OnePlus hat Probleme damit, wenn du Selfies machst, mit starken, hellen oder dunklen Bereichen zurechtzukommen. Also sprich, der blaue Himmel mit Wolken wird zu einer weißen, hellen Fläche. Das ist auf beiden Smartphones so. Abhilfe schafft, zumindest beim OnePlus, der HDR-Modus. Wenn man den einschaltet, sehen die Selfies viel besser aus. Hier beim Nokia kommt auch der Himmel besser durch, wird blau so also ein bisschen, die Wolken sind zu erkennen, aber die ganze Bildqualität nimmt rapide ab. Das sieht eher aus, als wenn jemand einen Comicfilter über das Bild gelegt hätte, als dass man sagt, das ist ein Foto. Ja, Fazit. Wie erwartet hatte das Nokia keine Chance gegen das OnePlus, wobei ich aber gestehen muss, dass ich finde, es ist nicht ein Zehntel so gut, beziehungsweise das hier ist nicht 10-mal besser, aber es ist trotzdem ein deutlicher und gewaltiger Unterschied. Und ich bleibe bei meinem Fazit des Einzeltests vom Nokia, das ist zu günstig. Gib ein bisschen mehr Geld aus, so 200 €, 200 Franken und du findest ein Smartphone oder kannst ein Smartphone finden, das qualitativ doch noch deutlich mehr und zu bieten hat als das hier. Wenn du noch Fragen hast zu diesen beiden Geräten, ab in die Kommentare damit. Und da kannst du auch gerne deine Wünsche hinterlassen, welche beiden Smartphones ich mir als nächstes anschauen will. Ich überlege momentan an einem Vergleich zwischen einem Top-Smartphone und einem Mittelklasse-Gerät, das dann vielleicht doch noch eher eine Chance hat, da mitzuhalten oder heranzukommen, als das Nokia 1.3. Tschüss!